Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen DM-Haul von mir. Ich war mal wieder bei DM einkaufen und diesmal habe ich sogar online bei DM bestellt, denn es gab ein Online-Exklusivprodukt, was ich unbedingt haben wollte. Und ja, genau, deswegen habe ich online auch mal bestellt. Ich finde es echt praktisch und ja, werde ich jetzt vielleicht öfter machen. Darum soll es aber nicht gehen. Ja, ich würde sagen, ich fange an. Hier haben wir die randvolle Tasche und ich greife einfach so rein, von oben nach unten sozusagen. Ich fange an mit Naschi für Roy und zwar habe ich hier so Delikatesse Leberwurst gekauft. Das ist so Leberwurstpaste und die kaufe ich dem Roy immer, um ihm damit seine Tabletten zu geben. Früher habe ich ihm einfach Wurst geben können, das verträgt er aber mittlerweile nicht mehr. Deswegen kaufe ich jetzt immer diese Leberwurstpaste. Und genau, ich habe davon mehr gekauft, aber die sind jetzt schon in Benutzung. Und deswegen, genau, habe ich stellvertretend jetzt nur die eine hier. Dann habe ich neue Wattestäbchen gebraucht. Da habe ich einfach die hier mitgenommen. Ja, es gab nur die Box. Ich wollte eigentlich einen Nachfüller, weil ich habe eine Box, aber ja, jetzt ist es halt die Box geworden. Braucht man halt, ne? So, dann mache ich weiter mit Nagelsachen. Ich wollte einmal von Evelyn die Nagelfeile für Kunstnägel ausprobieren. Falls ihr es schon mitbekommen habt, ich bin im Moment wieder voll auf dem Nägel-selber-machen-Trip. Ich habe ganz viel von Scholifin und Neonail getestet. Da kommt auch gleich noch was. Und genau, deswegen wollte ich die Nagelfeile mal ausprobieren, ob die gut ist. Und ja, genau. Habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Und in dem Zuge habe ich mir auch gleich eine Nagelhautschere mitgenommen. Ich habe die schon mal ausgepackt, weil ich wissen wollte, wie gut die schneidet. Und ich finde die richtig gut. Mit der kann man halt schön präzise die Nagelhaut hier abschneiden. Und genau, deswegen habe ich mir da eine mitgenommen. Dann würde ich sagen, weil ich es gerade schon angesprochen habe, das war der Grund, warum ich online bestellt habe. Es gab von Neonail ein Stamping Set. Und ja, das wollte ich unbedingt haben und es gab es aber nur online und deswegen habe ich online bestellt. Ich habe es auch natürlich schon aufgemacht und ich finde es richtig cool. Da ist eine Stampingplatte drin mit Weihnachtsmotiven. Ich zeige die euch mal. Dann ist eine extra Stampingfarbe drin in Gold. Ich kriege die nicht raus. Richtig schön passend jetzt für Weihnachten, wie ich finde. Genau, die ist drin. Drei Neonail-Farben wieder in der kleinen Größe, aber alle drei genau mein Farbton. Und natürlich ist so ein Stempel drin. Und den fand ich mega interessant. Ich dachte erst, oh, hoffentlich funktioniert es, weil ich habe vor, glaube ich, 5 oder 6 Jahren auch schon mal dieses Stamping versucht. Und ja, das hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Aber ich wollte das jetzt einfach nochmal testen, weil da eben dieses Stamping-Gel drin ist. Und früher habe ich es immer mit Nagellack gemacht. Und als ich dann diesen Stempel gesehen habe, dachte ich mir, voll cool. Und zwar ist es so ein richtig weiches Gelpad. Das kenne ich auch noch gar noch nicht vom Stampen. Vorher waren das immer so richtig harte Gummidinger. Und das fühlt sich so glibberig an. Und ja, ich hoffe, dass es damit besser geht. Ich möchte das dann jetzt auch mal testen. Ja, ich hoffe, dass es funktioniert. Ich halte euch da bei Instagram auf dem Laufenden. Da mache ich dann immer Bilder oder so kurze Videoeinheiten, wenn ich mir die Nägel neu mache, falls euch das interessiert. Dürft ihr mir da gerne folgen. Ich blende euch mal hier meinen Namen ein und genau, jetzt packe ich das mal wieder ein und dann machen wir weiter. Ja, jetzt habe ich das Ganze wieder verpackt. Ich freue mich auf jeden Fall schon total, das zu testen und ich hoffe, dass das mit diesem Stempel hier geht und genau. Ja, das dazu. Ja, dann machen wir mal weiter. Ich habe Weihnachtsdeko gekauft. Zwar nur diesen einen kleinen Elch, aber ich fand den so süß und ja, deswegen wollte ich mir den mitnehmen.
Ich finde, eigentlich habe ich genug Deko, aber so, ja, eine Sache kann schon mal wieder neu einziehen und der hat mir so gut gefallen, deswegen durfte der mit. Dann hat sich Philipp diese Taschentuchbox hier ausgesucht mit diesen Marvel-Figuren. Ja, habe kurz überlegt. Genau. Ja, er war halt dabei und der eine oder andere kennt es vielleicht, wenn man mit dem Kind einkaufen ist und es sieht irgendwas, wo so ein Motiv drauf ist, dann, ja, kann man auch nicht nein sagen. Und mein Gott, das sind Taschentücher, die braucht man eh immer, deswegen, ja, durfte die einmal mit. Dann gab es von Neutrogena meine Aquacreme. Ja, brauche ich immer zu Hause. Brauche ich, glaube ich, auch nicht mehr viel dazu sagen und genau, deswegen habe ich die mitgenommen. Dann möchte ich mal was testen, was ja total gehypt wird. Und zwar von No Cosmetic, der Liquid Hydrator. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich wollte das einfach mal testen. Irgendwie merke ich jetzt, wo es so wenn kälter wird, dass meine Haut trockener ist. Und genau, deswegen habe ich mir überlegt, ich kaufe das mal. Voll viele schwärmen ja davon. Und genau, die Empfehlungen vom X Skincare, also vom Leon, so heißt er ja, haben bei mir eh immer voll gut gewirkt. Der hat ja auch damals diese Neutrogena-Creme empfohlen und das ist meine Lieblingscreme seitdem. Und deswegen möchte ich jetzt auch gerne mal sein Produkt testen und ja, in der Kombi mal sehen, wie es wirkt. Und genau, habe ich mir auf jeden Fall mal mitgenommen. Dann gab es ein neues Deo für mich von Rexona und jetzt habe ich mal das Rosane mitgenommen. Das wollte ich ja auch mal ausprobieren und ja. Ich bin schon mega gespannt. Wir riechen da jetzt auch gleich mal dran. Ich hoffe, dass es mir gefällt. Das Grüne war ja nicht so meins. Ui, das riecht voll gut. Ich glaube, das ist mein neuer Liebling. Das riecht blumig frisch. Wow, richtig, richtig gut. Also, ja. Ich finde, das bis jetzt riecht am besten. Das Grüne war ja eher so zitrisch. Das Blaue eher so wäschefrisch und das riecht blumig frisch und ja, das gefällt mir voll gut. Also ich glaube, das riecht von allen drei am besten, aber das ist natürlich immer Geschmackssache. Ja, ich liebe diese Deos, das sind die einzigsten, die bei mir helfen und genau, und deswegen kaufe ich die immer nach und ja, genau, habe ich auf jeden Fall gekauft. Dann gab es Reuleckerlis. Eigentlich kaufe ich das alles nur noch bei Fressnapf oder Futterhaus. Diesmal dachte ich aber, ich nehme mir mal wieder was mit. Und zwar einmal diese Hühnerfilet-Sticks hier und seine Lieblingsdinger. Deswegen habe ich die halt mir gedacht, die nehme ich immer wieder mit. Das sind diese Kaustangen hier. Er liebt die einfach und deswegen habe ich zwei verschiedene Sorten mitgenommen. Dann habe ich mir von Denkmit einen Spülbalsam mitgenommen. Meins war leer, deswegen habe ich neues gebraucht. Und das doch am besten, deswegen ja, ist deshalb mitgekommen. Das riecht so leicht, aber frisch. Es ist kein sehr starker Duft und genau, dachte ich mir, zum Abspülen langt es schon. Dann gibt es jetzt ein bisschen Zahnsachen. Und zwar habe ich einmal neue Zahnbürsten hier mitgenommen, einmal für Philipp. Ja, die hatten die jetzt nur in dieser Farbkombination und deswegen habe ich die mitgenommen. Irgendwie ist die Kinderzahnbürstenauswahl so mickrig, also für Kinder ab einem höheren Alter, ja. Also unter 6 ist viel, aber ab 6 dann irgendwie gar nicht mehr. Nimmt man dann da auch schon Erwachsenenzahnbürsten? Keine Ahnung. Egal, ich habe mir jetzt auf jeden Fall die hier mitgenommen. Für mich habe ich einfach die von Dr. Best, diese Klassik hier mitgenommen. Und dann gab es auch neue Zahnpasta. Einmal für Philipp diese Elmex Junior von 6 bis 12 und für mich die Colgate Sensation White. Ist die beste, wie ich finde und deswegen habe ich die wieder mitgenommen. Dann haben wir uns noch viermal Rotbäckchensaft mitgenommen. Zweimal blau, zweimal rot. Das haben wir jetzt schon ganz, ganz lange nicht mehr gemacht und als Philipp so mit mir in DM rein ist, hat er gesagt, oh Mama, wir könnten ja mal wieder Rotbäckchensaft mitnehmen und deswegen haben wir uns für jeden zwei Flaschen mitgenommen. Ich liebe den, ja. Der ist so, so lecker und deswegen, ja, durfte der mal wieder mit. Manchmal vergisst man so gute Produkte einfach. Ja,
Aber umso mehr freuen wir uns jetzt da drauf. Dann gab es noch Duschgel für die Männer im Haus. Ich habe noch so viel Duschgel. Ich hatte ja den Balea Adventskalender, da waren lauter kleine Duschgele drin. Und ja, auch beim letzten Mal habe ich ein paar mehr mitgenommen, deswegen habe ich noch. Aber für die Männer gibt es jeweils von Axe einmal das hier und das Grüne. Ich kaufe Duschgel immer nach dem Geruch und genau. Ich finde, das riecht halt einfach männlich frisch. Gut einfach. Und ja, und das riecht so auch männlich frisch. Also irgendwie finde ich, ähneln die sich. Oder rieche ich schon nichts mehr? Kann auch sein. Auf jeden Fall duften die mit. Ein Männerdeo durfte noch mit. Das Gelbe gibt es irgendwie beim DM nimmer. Deswegen habe ich jetzt das Schwarze hier mitgenommen. Ja, muss ich mal wieder zum Rossmann oder Müller, weil das Gelbe ist ja das Beste. Das kaufe ich jetzt immer für meinen Freund, weil ich ja das von Rexona habe. Ich habe aber auch eine Zeit lang das Männerdeo hier benutzt von L'Oreal und genau. Da es ja aber jetzt das Gelbe nicht gab, habe ich nur ein Schwarzes mitgenommen und gucke dann mal bei Rossmann oder Müller, ob ich da das Gelbe bekomme, weil das halt das Beste war. Ich wiederhole mich, wir machen weiter. Dann durfte noch eine Handwaschseife mit von Palmoliv. Ja, eigentlich habe ich ja den Sacrotan Seifenspender, leider ist der aber kaputt gegangen und deswegen, ja, habe ich jetzt das hier mitgenommen. Ich bin noch am überlegen, ob ich mir einen neuen kaufe, aber ich habe gesehen, der kostet 7 Euro und das finde ich schon wegen viel Geld. Da warte ich lieber auf ein Angebot in der Rossmann-App und löse da meine Coupons ein und deswegen habe ich jetzt erstmal das hier mitgenommen, zur Ergänzung vom Seifenstück, was ich ja sonst immer auch im Bad habe und genau, die roch ganz gut. Ist sogar vegan und die riecht einfach, ja, das ist die blödeste Beschreibung überhaupt, aber so leicht und sauber, seifig. Ja, genau, habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Wenn die dann alle ist, fülle ich eh meine Seifennachfüller auf und, war das ein deutscher Satz, meine Seifenauffüller auf? Egal, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Auf jeden Fall habe ich die deswegen gekauft. Dann habe ich mir noch mein liebstes Waschgel von Balea gekauft. Ich liebe das einfach, ich vertrage das am besten. Und genau, deswegen kaufe ich das immer nach. Jetzt haben wir noch ein gehyptes Produkt, also gefühlt gehypt. Ich habe das irgendwie überall auf einmal gesehen, von Trended Up. Dieses Wonder Skin Cream to Powder Foundation. Das sieht so aus und irgendwie habe ich das auf einmal überall gesehen und wie ihr mich kennt, musste ich es dann auch kaufen. Ich fand die Textur im DM beim Testen schon total interessant und ja, bin jetzt dann mal gespannt, wie sich das auf der Haut anfühlt und aussieht. Ich hoffe, ich habe die richtige Farbe mitgenommen. Das ist jetzt die 020. Ich finde das nämlich im DM selber zu testen immer total schwierig, aber ich habe es mit meiner Foundation verglichen, die ich auch so immer trage. Das ist ja die von Maybelline und ja, ich hoffe, dass es dann passt. Ja, da bin ich halt wieder voll gehypt gewesen und deswegen musste das mit. Und jetzt habe ich schon die zwei letzten Produkte und zwar Trockenshampoo. Einmal mein Lieblingstrockenshampoo von Balea, das ist dieses Soft Cotton. Ich finde, das ist das allerbeste Trockenshampoo. Deswegen habe ich es mir nachgekauft. Ich wollte aber auch mal das für dunkles Haar testen. Ihr kennt mich, ich muss immer wieder mal neue Produkte mitnehmen und ausprobieren. Und genau, deswegen habe ich mir das mal mitgenommen. Hier steht extra frisch. Das riecht wie Haarspray. Aber nach gutem Haarspray. Ja, ich lasse mich überraschen. Bin gespannt, ob man einen Ansatz davon hat. Aber ja, ich werde euch berichten im Aufgebrauch. Ja, das war es dann auch schon mit meinem DM-Haul. Ich hoffe, dass euch gefallen hat. Vielleicht war mal wieder was dabei für euch als Anregung. Ihr dürft mir aber auch gerne eure Anregungen unten in die Kommentare reinschreiben. Und genau, das ist wahr, würde ich das Video an der Stelle beenden. Wünsche euch alle noch eine gute Zeit. Und ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder einschaltet. Tschüss!